The Crusaded Crusade. The Cursed Crusade, um genau zu sein. Und damit ein herzliches Hallihallo, Halladrihallo. Mein Name ist Meltas und ich begrüße euch heute zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir The Cursed Crusade, ein sehr geiles Spiel aus dem Jahre 2011. Ihr merkt schon, es ist wieder ein etwas älteres Spiel, weil es spielt der Meltas. So. Es wird vom Meltas Let's Played. Es ist ein Spiel, worüber ich zufälligerweise gestolpert bin. Und zwar bin ich im Saturn nämlich langgeschlendert und habe dann mal wieder in so eine Kiste gegriffen mit alten Spielen. Und da war das nämlich sehr abgegriffen und da dachte ich mir, was ist denn das denn für eins? Haufen Spiele waren doppelt, das nicht. Und dann habe ich da mal so genauer drauf geguckt. Dann habe ich mir so gesagt, Alter, das Ding ist USK 18. Also es ist ab 18, hier steht vorne auf der Hülle drauf 100% Uncut, darauf sind wir gespannt. Ich werde es blind spielen, dieses richtig krasse Hack and Slay. Okay, Slay ist es natürlich nicht so arg, aber man ist ein Schwertkämpfer, ein Rollenspiel, Action-Adventure würde ich es jetzt mal nennen. Und auf der Rückseite steht, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Matthäus 26.52. Schlüpfe in die Rolle des jungen Templers Dance the Bale, einer entehrten Familie entstammend, angetrieben von einem starken Geist und dem Wunsch nach Rache. Auf deiner Seele lastet der Templerfluch, der dir im Kampf zur beeindruckenden Stärke verhilft, dich aber früher oder später in die Verdammnis der Hölle stürzen wird. Fordere dein Schicksal heraus und ergründe die packende Geschichte um mysteriöse Templerritter und verfluchte Seelen. Klingt das nicht geil, Freunde? Und da musste ich mir das auch gleich mal für 5 Euro bei Saturn mitnehmen. Und ja, jetzt werden wir es mal Let's Playen. Ich werde hier auch mein neues Spiel starten. Diese ganze Sache wird mit dem Xbox 360 Controller gespielt. So, da wird jetzt auch gleich wieder gespeichert und jetzt machen wir hier die Solo-Kampagne. Geil ist bei diesem Spiel, dass es diese Kampagne, die wir jetzt hier spielen, auch komplett im Coop existiert. So, wir werden sie aber komplett alleine spielen, dann können wir uns nämlich alles in Ruhe angucken. Und hier Schwierigkeitsgrad, boah, hier Albtraum, ne? Machen wir mal. Was haben wir denn hier? Kreuzfahrer. Ihre Widersacher werden kaum ihre Schwerter gegen sie erheben. Das wird ein friedlicher Kreuzzug werden. Ihre Gegner werden sie fordern. Ein wahrer Kreuzzug. Ihre Gegner wollen sie um jeden Preis aufhalten. Zeigen sie ihnen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ja, dann sagen wir doch mal, wir sind Templer. Das klingt doch schon mal richtig geil. Albtraum können wir noch nicht machen. Aber Templer, ich möchte ein bisschen, dass hier beim Let's Play, dass wir gefordert werden. So, und dann starten wir mal mit der ersten Mission. Also ich muss schon mal sagen, ich habe es schon kurz angespielt. Es ist richtig phänomenal geil. Mir gefällt auch der Erzähler. Von der Stimme her. Mein Name ist Jean de Bay, ein Ritter des Templer. Dies ist der Winter 1198. Es ist nun 8 Jahre her, dass ich aus Frankreich aufgebrochen, mein Land, mein Schloss, meine Familie zurückgelassen habe. Ich frage mich oft, warum bin ich Richard Löwenherz hierher gefolgt? In jenen Tagen war er ein junger und charismatischer König. Ich nehme an, wie viele andere auch, war ich fasziniert von seiner Vorstellung des Heiligen Landes und dem Versprechen bedingungsloser Erlösung. Aber das Heilige Land entsprach nicht wirklich Richards Vision. Geil. Und die Erlösung schien sich immer unserem Griff entziehen zu können. Der Kreuzzug konnte seine Versprechen nicht erfüllen. Doch war es mir gelungen, mein wahres Ziel zu erblicken. Befreiung. Also ihr seht schon, Kampfsystem ist richtig geil. Also, beziehungsweise Bewegungen her, von den Bewegungsabläufen sehr geil. Und so ist es dann auch im Spiel direkt. Ah.
Und da bin ich echt froh, dass ich das Buch nicht nach seinem Äußeren bewertet habe. Also das ist mal ein richtig fettes Spiel. Okay, Grafik ist jetzt nicht so atemberaubend, aber ey, Freunde, schaut euch diese Animation an. Befreiung für mich und meine Blutlinie. Jean, nicht mehr lange und wir werden überrannt. Die Befestigungen des Krak wurden durchbrochen. Ich habe sie gewarnt, Martin. Dies ist eine mächtige Festung, aber bezwingbar. Heute mögen die Söhne Saladins Erfolg haben, woran ihre Väter viele Male gescheitert sind. Dennoch, diese Festung ist von geringer Bedeutung. Hast du es bei dir? Würde ich dich sonst inmitten dieser Unruhe aufsuchen? Hier, ich weiß, dass es in deinen Händen besser aufgehoben sein wird. Ich werde diese Soldaten bis zum Ende kommandieren. Du musst unsere Aufgabe weiterführen. Brich jetzt auf. Martin, ich kann dich nicht zurücklassen. Unser Kodex verbietet es. Du musst es zu Ende bringen. Ebenso wie ich. Gemeinsam werden wir nicht scheitern. Sei kein Narr. Es ist meine Pflicht zu bleiben. Von dir hingegen weiß ich, dass du unsere Mission siegreich zu Ende bringen wirst. Du ehrst die Templer mehr als jeder andere. Nimm den Fluchtgang im Südosten. Saladins Männer haben ihn noch nicht gefunden. Du wirst ohne Probleme entkommen können. Danke, Martin. Ich werde Erlösung finden. Für uns beide. Und für meinen Sohn. Wenn dein Sohn nur die Hälfte von dir geerbt hat, ist er ohne jeden Zweifel der Erlösung würdig. Geh mit Gott, alter Freund. Leb wohl. Nein, wir werden uns wiedersehen. In Frankreich. Ja, also, ihr habt schon gesehen, die Dialoge, die haben schon was Mitreißendes, muss ich echt so sagen. Das ist jetzt nicht so klischee-mäßig bla 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 rumgelabert, sondern das macht echt... Also, ich baue jetzt schon jetzt am Anfang eine emotionale Bindung zu den einzelnen Charakteren auf, ja. Charakteren, nicht Charakteren, sondern Charakteren. Da ich noch nicht erlöst bin... Mögen mich die Flammen der Hölle segnen. The Cursed Crusade. Oh yes, speichern. Mhm. Doch zurück, wo die Geschichte beginnt. Genau. Tausende Meilen entfernt im französischen Königreich wartet meine Familie auf meine Rückkehr. Als ich nach Jerusalem aufbrach, erhob mein Bruder, verflucht sei sein Name, unberechtigten Anspruch auf mein Schloss und Gut. Nur meinen Sohn konnte er mir nicht nehmen. Dance. Wenn Dance erhobenen Hauptes ist, dann weil er das Kreuz der Tempel unterträgt. Dieses Gewand ist alles, was von mir übrig blieb. Es ist mein Vermächtnis. In diesem Jahre 1199 bleibt mein Streben unerfüllt. Was Dance betrifft, seine Aufgabe liegt noch vor ihm. Was ist hier geschehen, armer Mann? Warum muss Gott immer die Schwachen strafen? Gott hat damit nichts zu tun. Wer sind diese Männer? Die Diener des Teufels. Die Diener des Teufels. Nun gut. Führet sie zu uns! So, und jetzt werden wir auch gleich in das Spiel mit reingeworfen.
Ich finde die Musik auch richtig geil. Doch es gibt einen weiteren Helden. Sein Name ist Esteban Noviembre. Ein Spanier aus der Krone Aragon. Zweimal so alt wie mein Sohn. Er ist ein schlauer, meist verlässlicher Mann. Noch hat er nicht erkannt, dass sein Schicksal mit dem meines Sohnes verflochten ist. Er hat eine besondere Gabe, sich und seine Gefährten in Schwierigkeiten bringen. Sehr schöne Gabe. Ah, Esteban. Es hat 3 Tage gedauert, aber endlich haben wir dich. Was hast du geglaubt, wie weit du mit unserem Anteil der Beute kommst, du ehrloser Bastard, hä? Sehr weit. Recht hast du, Hombre. Ich bin ehrlos. Aber weißt du was? Im Gegensatz zu deiner Mutter hat meine bei der Arbeit immer ein Gewand getragen. Sehr schön. Unglücklicherweise teilt mein Sohn das Talent, sich in Schwierigkeiten zu begeben. Ja. Das Dorf ist besiegt, Herr von Montferrat. Es gab kaum Gegenwehr. Exzellent, Balduin. Und die Kirche? Unberührt. Sie befindet sich da drüben, Herr. Was haben wir denn hier? Einen Tempelritter! Könnt ihr den Kreuzzug nicht finden, erlauchter Sohn? Templer! Pah! Sie sind Priester mit hübschen Gewändern! Ich wette, er schwingt das Schwert wie ein Bauer. Ah, komm noch her. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Und jetzt können wir hier auch gleich loslegen. Also das ist so ein bisschen Third-Person-mäßig. Also nicht First-Person, sondern da sieht man immer... Templer sein, Priester und Bauern. Da sieht man richtig schön, wie man eben das Schwert reinreicht. Bam! Bam, Baby! So, ordentlich durchs Herz. Zack, und jetzt hier... Weiter geht's! Folterer! Mächtiger als 5 der euren! Dance ist ein gesegneter Schwertkämpfer, der sich nie vor Furcht hat übermannen lassen. Vielleicht wurde dies von der schweren Bürde her, die er trägt, dem Templer. So schreckliche Macht, geil, das Schicksal bestimmen wird. Oh oh. Das ist der Fluch. Freunde, das ist der Fluch. Dance dabei. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Du wirst du mir nie meinen Frieden lassen. Fort mit dir, Geist. Du bist verdammt. Du wirst mir in die Hölle folgen. Komm näher und wir werden schon sehen. Phantasmas, wehe Phantasmas. Ich bin kein einfaches Gespenst. Du hast Blut vergossen. Du wirst deine Sünden sühnen. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Du bist nur ein Albtraum. Es ist gleich vorbei. Wie all die anderen Male. Ich muss nur irgendwo wieder zu Sinnen kommen. Heute nicht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn ich Leben nehme, so nur im Namen der Gerechtigkeit. Wehre dich nicht. Ich bin der Tod. Ich bin immer und überall. Wenn er mich schickt, meine Seele zu holen, so fordere ich sie ein. Niemand entkommt. Ich weiß, wo meine Seele außerhalb deiner Reichweite ist. Ich habe es dir bereits gesagt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Richtig, Freunde. Wir müssen jetzt in diese Kirche gelangen, weil... Scheiße! Nein! So. Ja, Baby! So, wir müssen immer die richtige Taste drücken, wenn das in diesem Kreis ist. Das ist das Problem. Das habe ich am Anfang überhaupt gar nicht gecheckt, was ich da zu machen habe. Dieser Ort ist geheiligt. Du kannst die Schwelle nicht übertreten. Heute wirst du mich nicht mit dir nehmen, Tod. Oh, yes. Ich sagte bereits, ich bin immer und überall. Zeit spielt keine Rolle. Na. Eines Tages wirst du mir nicht entkommen. Deine Seele gehört mir.
Noch nicht, nicht heute.